Wenn sie in Salzburg unterwegs ist, spielen die Teenies verrückt. Autogramme, Selfies, Umarmungen. Ein Popstar im Alltag. Total toll. Ja, das ist voll cool. Ich weiß nicht, das ist so... Ich bin voll das größte Fan von ihr und ja, ich kann gar nicht glauben, dass ich gerade so vor ihr stehe. Oh mein Gott! Für sie noch unbekannt? Let us introduce. Steamy Style, a.k.a. Christina Bergschwendtner, die erste Luftballon-YouTuberin im deutschsprachigen Raum. Ich finde es voll cool, weil ich habe mal in YouTube so rumgeschaut und sie das sofort abonniert nach den ersten zwei Videos. Und ich denke mir so, ja, Luftballons sind auch toll und man kann mit denen sehr viele Sachen machen. Und da muss ich es einfach mal abonnieren und mich einfach erkundigen, was sie halt für Videos so dreht. Die Deutsche studiert Psychologie in der Mozartstadt und betreibt nebenbei ihren YouTube-Channel Steamy Style und sprengt seit Monaten die Klickzahlen. Mittlerweile begeistert sie Abonnenten im fünfstelligen Bereich mit Luftballon-Tutorials und ihrer natürlichen Art. Ich lege ihn einfach hier hin. Ein Meisterwerk! Ja, das ist eine total witzige Geschichte. Also es hat klein angefangen. Ich wollte eigentlich nur einmal einen Knoten in einen Luftballon machen und ich wusste es nicht. Und dann habe ich eben auf YouTube geschaut und habe gehofft, ein Video zu finden. Und es ist ja so, dass mehrere eben nach einem Video suchen. Und wie man einen Luftballon eben richtig knotet, das weiß man ja nicht. Und dann hat sich das so entwickelt und ich habe angefangen, einen eigenen Blog zu machen und eben Luftballons zu knoten, verschiedene Arten. Mittlerweile mache ich auch Hunde oder Bienen, ganz Verschiedenes, damit eben jeder was finden kann. Ihr erfolgreichstes Video hat mittlerweile sage und schreibe 75.000 Klicks. Ein Erfolg, den sich die 19-jährige Studentin nie erträumt hätte. Ja, das hat sich eben summiert. Am Anfang waren es 100, jetzt sind es mittlerweile 1000 geworden. Sie gibt wertvolle Ballontipps, ist Idol für Teenies und kommt sogar bei Jungs gut an. Ja, ich habe sie über meine Freunde bin ich eigentlich zu diesen Videos gekommen und habe da mal mitgeschaut. Und jetzt mittlerweile schaue ich die mir auch ab und zu alleine an. Finde ich eigentlich ganz geil. Ich finde die einfach geil, wie die den Luftballon aufblasen. Ich finde die einfach super. Ich finde die Steamy extrem geil. Also. Ein Talent göttlicher Eingebung? Nicht ganz. Mehr könnte man sagen, in die Wiege gelegt. Vater Heinz betreibt bereits schon länger erfolgreich einen YouTube-Channel. Sein Channel Heinz Videos, auf dem er neue Waffenmodelle vorstellt, kommt an. Ich habe meinen Channel schon einige Jahre. Und sie hat immer wieder zugeschaut und hat sich interessiert auch dafür, hat sich auch immer wieder mit mir gefreut, wenn wieder jede Menge neue Klicks dabei waren. Und ich muss schon sagen, es freut mich sehr. Ich habe da ein paar Kommentare von Steamy's Channel. Soll ich sie vorlesen? Ja. Marco, Dollarzeichen, schreibt zum Beispiel, ich habe nächste Woche Geburtstag, kannst du mir dann einen aufblasen? Oder Hamster 85, ich finde dich mega heiß. Immer mit dabei, Boyfriend Ralf. Der fleißige Filmer hilft dir bei den Videos und steht auch immer öfters selbst mit vor der Kamera. Denn Ballons sind auch für Pärchen ein Spaß. Hier sind wir wie bei Steamy Style. Also ich bin der Steamy, ihr Freund. Sie hat gefragt, ob ich ein, zwei Mal aushelfen kann. Dass ich ein, zwei Mal, das sind jetzt ein, zwei Mal die Wochen geworden. Und normal bin ich Videoproduzent mit Stundensätze von 80 Euro. Und da schon nur ein paar Luftballons aus. Ballon-Tutorials, eine scheinbar nebensächliche Sache. Aber wenn es profitabel ist? Naja, ich habe durchaus viele Klickzahlen, natürlich viele Abonnenten. Aber wie viel man genau da verdient, dazu möchte ich jetzt nicht sagen. Ich finde, man könnte mehr aus seinem Leben machen, aber wenn man gerne Luftballone aufbläst. Gut, also er unterstützt mich da voll und ganz von Anfang an. Und es macht auch immer wieder Spaß, mit ihm zusammen da zu drehen. Naja, sie ist jetzt schon ziemlich scharf. Ja, es ist anscheinend so, dass nicht nur Teenies meine Channels anschauen, sondern auch Firmen. Und das hat mir verholfen, dass ich auch kostenlose Luftballons zugeschickt bekomme. Und das ist ja super, weil ich meine, ich muss sie dann nicht selber kaufen. Ich kann meinen Leuten auch immer mehr Videos zeigen und kann damit eben immer mehr Figuren basteln. Und ich meine, das ist ja auch wichtig, dass ich eben denen weiter das zeige und dass die Firmen das auch weiter unterstützen. Und Luftballons sind ja auch für die Gesellschaft wichtig. Ich meine, man muss ja schon, also